Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Systematik der Maut wurde ja jetzt schon mehrfach beschrieben. Aber immer wieder sollte man deutlich machen, wie absurd es ist, dass für die Dobrindt-Maut eigentlich ein einfach umgewidmeter Teil der Kfz-Steuer, ein pauschaler jährlicher Betrag von vielleicht 100 Euro, dass dafür die kompletten Fahrten, die jemand individuell so übers Jahr macht, digital erfasst und gespeichert werden sollen. Ich finde das völlig absurd. Und damit der Verlust der Freiheit nicht so wehtut, wenn das Projekt weitergeführt wird, gibt es dann wahrscheinlich das elektronische Zwangsfahrtenbuch für die Heimanwendung noch kostenlos obendrauf, auch als App fürs iPad und Smartphone. Das passt dann auch in unsere Zeit, wo keiner mehr nach den Hintergründen fragt. Apropos Hintergründe. Die Wochenzeitung Die Zeit hat vergangenen Donnerstag eine neue Serie gestartet, die Verschwörungstheorie der Woche. War 9/11 ein Komplott der CIA? War das Thema der Startausgabe. Heute erschien die zweite Ausgabe und die Verschwörungstheorie der Woche ist leider nicht die Maut. Aber ich denke, die Geschichte taugt sehr gut für eine Verschwörungstheorie. Denn vor ziemlich genau 11 Jahren begann die Geschichte der Lkw-Maut. Der Gedanke, die Lkws, die ja Straßen und Brücken stark beanspruchen, nach dem Verursacherprinzip zur Kasse zu bitten, ist ja gar nicht verkehrt. Technisch funktioniert die Maut vereinfacht ausgedrückt mit einem kleinen Kästchen, das die Lkw eingebaut haben und in den ein GPS-Empfänger und ein Telefon eingebaut ist. Damit werden die Positionsdaten an das Rechenzentrum gemeldet. Und jeder kennt die schönen Kamerabrücken auf den Autobahnen. Hier wird zusätzlich von allem, was da durchfährt, ein Foto gemacht. Von allem, vor allem wegen der ausländischen Lkw-Fahrer, die keine kleinen Kästchen haben, aber auch PKWs werden fotografiert. Von den PKWs werden die Fotos aber sofort gelöscht, sagen die Betreiber. Oder auch nicht, sagen die Verschwörungstheoretiker. Die von den Lkw anfallenden Daten sind übrigens ganz besonders sicher, sagt die Bundesregierung. Es gibt einen wasserdichten Zweckbindungsgrundsatz. Nach diesem dürfen die Daten nur für Abrechnungszwecke verwendet werden oder für genau beschriebene andere Fälle. Wer zum Beispiel extra bezahlt, bekommt die Daten auch fürs Tracking, also die Nachverfolgung der Fahrer. So weiß die Spedition immer, wo gerade die Wagen sind, in Echtzeit. Die Logistikbranche ist da ziemlich durchoptimiert und transparent. Und immer wieder einmal kam die Forderung oder der Wunsch, dieses System auch für die Pkw-Maut zu nutzen. Das konnte bisher nun nicht durchgesetzt werden, weil die sinnvollen Argumente fehlten und weil es starke Datenschutzbeauftragte gab. Aber jetzt gibt es seit letztem Jahr offenbar ein neues Argument, nämlich Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen. Da scheinen dann alle Schranken zu fallen. Peinlich, wenn man das hier eben auch nochmal als Argument angeführt wird, die individuelle Freiheit zu opfern, Herr Wussen, für Koalitionsverhandlungen, das ist wirklich sehr peinlich. Denn auch wenn es völlig widersinnig ist, für eine pauschale Jahreszahlung eine Abgabe, eine Erfassung jeder einzelnen Fahrstrecke vorzunehmen, so soll genau das jetzt gemacht werden. Und hier kommen dann wieder die Verschwörungstheorien ins Spiel. Einer der stärksten Unterstützer des Projekts Pkw-Maut aus der Wirtschaft ist Agis aus Langenfeld. Im Moment beteiligt an Toll Collect und wahrscheinlich Hauptprofiteur eines Systems Pkw-Maut. Zufälligerweise läuft der Vertrag für Toll Collect auch gerade aus und es muss neu ausgeschrieben werden. Weiterer Punkt, die anfallenden Daten sind auch der Schlüssel zu vielen Projekten, die gerade von Sicherheitsbehörden diskutiert werden. Precops und Predpol, so heißt es, sind Projekte, aus denen Verbrechen vorhergesagt werden sollen, aus den Datensammlungen. Das soll uns vor Einbrechern schützen. Und dann kommt noch eCall dazu. Da wurde uns gerade von der Bundesregierung und Brüssel das als Notrufbox fürs Auto untergeschoben. Pflichtausstattung für Pkw-Neuzulassung ab 2017. Technisch gesehen ist es das kleine Kästchen, das die Lkws jetzt schon haben. Den Rest mag sich jeder selber denken. Von all dem ist anzumerken, dass es also jetzt schon viele Begehrlichkeiten für die Daten aus einer Pkw-Maut gibt.
Meine Damen und Herren, bei dem Projekt Pkw-Maut geht es um nichts anderes als um das Ende der Freizügigkeit des Individualverkehrs. Wir müssen hier nicht über Datenschutz, sondern über Datenvermeidung sprechen. Die Daten über individuelle Aufenthaltsorte und Fahrten aller Bürger dürfen gar nicht erst entstehen. Und genutzt werden dürfen sie schon gar nicht. Dass wir mit Smartphones und ausufernden Funkzellenabfragen bereits ein Problem haben, das ist bekannt, Herr Ott, aber das wird an anderer Stelle auch hier im Landtag besprochen. Der Versuch, mit der Dobrindt-Maut eine neue Vorratsdatenbank huckepack zu einer Infrastrukturabgabe zu etablieren, der muss verhindert werden. Ich hoffe, in den Parlamenten wird es dafür Mehrheiten geben. Wenn nicht, muss mit Protest auf der Straße und in Karlsruhe entschieden werden. Und bei der nächsten Wahl. Denn mit uns Piraten wird es keine Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile in Koalitionsverhandlungen geben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.